Jo, ihr habt's gehört, wir werden sterben und damit beende ich das Let's Play. Tschö. Nein, Scherz. Willkommen zu The Binding of Isaac, meinem neuen Projekt, das ich aber, denke ich, nicht jeden Tag hochladen werde, da ein Run, so nennt sich das, sage ich mal, so nenne ich es, über mal 30 Minuten geht, je nachdem, wie gut ich mich anstelle, denn ich denke mal, die ersten Runs werden ein bisschen schlecht. Ihr habt's gehört, wir werden von der Mutter gejagt. Die wird uns jetzt erstmal ein bisschen die Hölle heiß machen. Ja, The Binding of Isaac, es geht darum, dass wir dieser kleine Typ sind. Oder, Moment, ich klicke erstmal auf Start. Moment, wo bin ich? Achso, ich habe schon ein bisschen angezockt hier. Ich habe schon I freigeschaltet, weißt du, an irgendjemand erinnert er mich. Moment. Ah ja, genau, den Manuel hier, ne? Den German Let's Play. Stats. Ja, 7 Tode, keine Mom killed. Ich habe ein. Einfach nur eben ein bisschen reingezockt, aber Optionen, ja, die sind so gut. Komme ich hier zurück? Collection, so, Delete Save, yes. Hallo, Delete. Hallo? Ah, ja, doch, okay. So, jetzt habe ich erstmal alles gelöscht. Wir werden nämlich, ich fange jetzt einfach mal mit dem Isaac an. Nee, dem Isaac. So, Maus weg. Ja, in dem Spiel geht es darum, dass wir hier mit Tränen schießen. Hört sich schon scheiße an, ist aber eigentlich geil. Und wir durch diese Korridore hier gehen müssen. Oben seht ihr auch schon Zelda-artig aufgebaut, die Minimap. Ja, sieht ein bisschen langweilig aus, aber es wird sowas von spannend bei dem Spiel. Und ich werde jetzt gleich auch schön abkacken. Es geht die ersten paar Runs, glaube ich, gehen bis, oder der erste Run. Der wird bis. Boah, ich würde mal schätzen. Run. Hey, wie sind denn da jetzt rausgekommen? Keine Ahnung. Oh, ne Fliege. Gehen bis Korridor oder Ground 6, glaube ich. Und da links ist immer der Itemraum. Mal sehen, was er verbirgt. Denn jedes Item ist wichtig. Denn ohne Items ist dieses Spiel. Oh, verdammt. Fast unmöglich. Und ich werde jetzt von diesen beschissenen Kackgegnern getroffen. Oh, oh, geil. Poison Touch. Das heißt, wenn ihr mich jetzt irgendeinen Gegner trifft, ja, kriegt er Schaden weg. Oder stirbt, glaube ich, sogar. Nee, Schaden. Schaden. Oder stirbt? Ich weiß nicht. Egal. Oh, schon wieder eine Fliege. Ich möchte das nicht. Ja, das Spiel macht einfach Bock. Ich werde euch zeigen, falls ich sterben werde. Das wird die Überraschung des Jahrhunderts. Ihr werdet es sehen. Oh. Eine Pille. Oh Mann, ich weiß nicht, was euch darunter verbirgt. Range up. Oh, ja. Oh. Das ist schön. Hier ist schon der Boss. Nee, den machen wir noch nicht. Wir werden erstmal weitergehen. Durch diese gefährlichen Korridore. Oh Mann. Ja, das ist dann eine richtig. Oh. Geile Position, um gegen die zu kämpfen. Hui. Oh, der hat sogar zwei Bomben gedroppt. Ja, die farbigen, die sind immer ein bisschen. Die droppen ein bisschen. Was ist das? Bombsakis, oh toll. Ja, doch, ist eigentlich gut. Jetzt haben wir drei Schlüssel. Ich denke mal, Schlüssel sind ein bisschen wichtiger als Bomben. Wenn man zu viele hat, sind aber Bomben wichtiger. Was eine Logik, ne? Ja. Oh Mann. The Duke of Lies. Ich bin fett und hässlich und habe keine Freunde. Ja, ich würde mal zum Arzt gehen, ehrlich. Ja, das ist hier so ein Behinderter. Oh, kommt. Das ist einer der einfachsten Gegner, wenn nicht sogar der einfachste. Und ich krieg hier Leben weg, sag mal. Ich bin so schlecht, ne? Bei dem muss man nämlich einfach nur die ganze Zeit draufballern. Und sonst nichts. Okay, muss man bei jedem Gegner, bei The Binding of Isaac, aber bei dem am meisten, denn der hat so viele Scheißfliegen um sich. Da wird das doch manchmal die Qual. So. Jetzt sollte er auch gleich tot sein. Oh, ich bin so blöd, ne? So, tot. Erstmal die ganzen Fliegen hier. Hilfe. Falsche Taste, ey. Ausgerutscht. Ja, das passiert manchmal. So. Hier haben wir ein Herz. Und was das ist, das ist ein Item. Da kriegen wir ein Herz dazu. Und diese Klappe, da können wir reinspringen und kommen zum nächsten Ground. The Basement 2. Oh. Da hat er ein paar in die Fresse gekriegt. Der arme Mann. Oh, ja. Ich habe keine Bomben. Ich komme hier nicht durch. Und da war ein blauer Stein. Der blaue Stein, der verbirgt Items. Ja, das ist doch schön, ne? Ich weiß.
Ich weiß. Ich hasse diese roten Fleischklumpen. Ey, das sind die beschissensten Gegner überhaupt. So, warte mal hier. The Moon. Ich weiß nicht, was das macht. Geil. Piercing Shots. Da gehen die Schießdinger durch die Gegner durch. Die Tränen. Auch eine nette Sache. Also bis jetzt gefallen mir die Items richtig gut. Die Items. Achso, nee. Okay, dann setzen wir The Moon ein. Oh, der geheime Raum. Ja, es gibt nur einen geheimen Raum in diesem Spiel. Und den habe ich jetzt gefunden mit der Karte. Das ist cool. Oh nein. Die Springen Männer. Oh. Ich würde meinen Kopf kaufen, ehrlich, Leute. Das wird gut tun. So, eine Bombe aufgesammelt. Jetzt gehen wir hier mal direkt rechts rum. Oh nein. Och, Leute. Oh. Was sind das für eine Scheiß-Map für die? Oh. So. Eine Bombe hätte ich, aber ich denke, die Bombe setze ich lieber für den blauen Stein ein, denn der verbirgt oftmals ein Herz. Das Moment, kriege ich's? Nein, ich kriege eine Kiste. Toll. Oh, schön. Und das Geld auch noch. Boah. Der verbirgt manchmal solche, ich nenne sie mal Rüstungsherzen. Ich habe es so immer gehört und werde es dann, denke ich, auch so weiterführen. Die sind nicht für immer, sondern die sind da nur, bis sie weg sind. Geil, ne? Dieser Spruch. Ich hoffe, ihr konntet mir überhaupt eher bei diesem Spiel noch folgen. Ey. Ich laber so viel Scheiße. Komm, weißt du, warte, ich habe genug Schlüssel. Und ich kriege einen Schlüssel sogar zurück. Nice, my friend. Nette Leute hier. Mann, nette Leute. So, ich werde jetzt mal den Shop suchen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Leute. Das ist nicht gerade nett, aber. So, du bist jetzt auch tot. Scheiße, jetzt habe ich das Herz total unnütz eingenommen. Eingesammelt, aber egal. So, das kaputt. Ach so, hier ist der Shop. Mal gucken, was wir hier haben. Oh, geil. Also da werde ich auf jeden Fall den Kompass nehmen. Auf jeden Fall, der zeigt mir nicht mehr jetzt alles an, wo der Itemraum ist, wo der versteckte Raum ist. Alles. Also das fängt ja schon mal richtig geil an. Richtig geil. Geil. Ah. Du geile Sau. So, in den Endgegnerraum. Monstro. Der Behinderte. Rasch, hallo. Hallo. Ah. Ich möchte das nicht. Wow. Nicht. Ja. Das wollte sagen. Ja, ich hab dich auch wirklich so lieb, ne? Wirklich. Ich habe ja überhaupt kein Damage. Überhaupt kein Damage. Richtig gar nichts. Uhuhuhu. Ja, komm jetzt. Jetzt einmal langsam mal gut. Jetzt kannst du auch nach Hause fahren. A radioactive spider has appeared in the basement. Oh, das ist schön. Leben. Und der Satan ist da. Hallo. Oh. Also werde ich auf jeden Fall eins mitnehmen. Und das ist das. Denn jetzt können wir fliegen. Hui. Aber dafür nur noch 3 Leben. Das ist relativ wenig. Ich hoffe mal, das war jetzt kein Vollfehler. Oh, kein Klopapier. Oh, der arme Mann. Hui. Seht ihr, dann können wir jetzt einfach mal hier so durch die Schluchten rüber. Und das ist bei den Gegnern sehr, sehr hilfreich. Jetzt können wir uns einfach hier hinstellen und ein bisschen schießen. Da sind die ganzen Räume doch hier recht einfach. So, was haben wir hier? Nee, nö. Nö. Ich einfach nicht. Pech. Upsa. Und jetzt haben wir genug Schlüssel. Jetzt mache ich den Raum doch. Upsa. Oh, geil. Ja, leck mich. Wie kann man so ein Glück haben? Jetzt haben wir 99 Schlüssel. Also der erst für den ersten Run ist das schon recht gut, ne?
Muss ich schon sagen. Oh! Fliegenmänner! Oh, ich möchte das nicht. Boah, Leute. Wie dann lauft ihr eigentlich? Ja, das wollte ich auch sagen, ne? Kotzt doch woanders hin, du behindertes. Behindertes Stück Kacke. So, und jetzt noch der letzte. Kommen da noch Gegner? Ja, da kommen die Gegner. Wie ich sie hasse. Kopf hoch. Komm jetzt, hey, hier. Du auch noch Kopf hoch. Jetzt werde ich auch noch getroffen. Ich bin so blöd. Nochmal Kopf hoch, danke. So. Kleingeld mitnehmen. In den Shop brauche. Ja, doch, können wir auch auf jeden Fall, denn wir haben genug Schlüssel. So, was ist hier? Karte, Herz. Ich nehme das Herz mit. Das ist mir langsam hier ein bisschen zu eng. Da ist jedes Herz willkommen geheißen. Von mir. So. Oh. Was wollte ich auch gerade sagen, mein Freund? Ah, dann dem, dem, du, dann dem und tot. So. Hallo, mein Freundchen. Boah, die sind so behindert, also so dumm, ehrlich. So dumme Kinders. So, wenn das jetzt was Schlechtes ist, ne? Oh, Speeddown, jetzt kann ich ja gar nicht mehr abhauen, ey. Wow, wollte ich auch sagen, wirklich, Freunde. Lieder, du. Und da macht sich doch Piercing Shots mal ein bisschen bemerkbar. Oh, ihr Ekelhaften. Ey, ich bin saulahm, hab kein Damage, kann aber dafür fliegen. Was das wohl wird, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach nur nicht, dass ich sterbe. Und dass Outer City nicht am Ende so einen schönen Fail hat und dann einfach mal abbricht und zack, dann bin ich raus und dann seht ihr nur den Ingame-Sound. Dann will ich es aber, denke ich, nochmal neu aufnehmen. Werde es dann auch nochmal in der nächsten Aufnahme sagen. So, Leben. Ach doch, kommt man wohl einen sammeln. Das ist schön. Oh, fette Fliegen. Warum kommen eigentlich in dem Spiel nur Kacke, Fliegen und irgendwas anderes Hässliches vor? Ja, jetzt komm. Schön, jetzt. Ja. Und Geld mitnehmen. So. Hallo. Jetzt können wir uns einfach hier hinstellen. Schnell mal durch die durchschießen. Geht dann etwas schneller jetzt. Hallo. Ja, ich. Oh, ihr seid so blöd, ne? So. Und jetzt holen wir uns mal das Item ab. Oh, was ist das? Was ist das? Keine Ahnung, irgendwas Gutes bestimmt. Speed und Range. Genau das, was wir brauchen. Das ist schön. So, und jetzt hier unten machen wir nochmal den Endgegner. Oh, Envy. Oh, der Envy. Das ist mein bester Freund. Aber mit dem Damage wird das wohl nichts, ne? Naja, wir werden es trotzdem versuchen. Wackelkopf, ey. Ludi, da, di, du, du. Oh! Das war epic, ey. Dann habe ich mich doch da voll reingesetzt. Oh Mann, zu viele Köpfe. Zu viele Köpfe. Okay, einfach hier hinstellen und gucken, ob. Oh nein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh! Ich werde hier noch sterben. Ich werde das. Ich sehe das kommen. Geh weg, geh weg. Och, geil, noch ein Herz gekriegt. Danke. Und hier ist noch ein Herz, falls ich jetzt bei dem Boss voll abkacke. Gurdi! Och, der Gurdi! Oh, mein bester Freund. So. Jetzt werde ich mich mal eben hier hinterstellen und diese komischen Samendinger hier kaputt machen. Boah, du ekelhafter, ey. Jetzt werde ich einfach schießen. Ja, Pech, ne? Pech, wenn man hier einfach in Sicherheit gehen kann, ne?
Boah, bist du schlecht. Oh, trifft er mich auch noch? Gehen die Schüsse da durch? Nee, gehen die nicht. Ja, eine Bombe. Oh, hat ja gar nichts gebracht. Juhu. Ah. So, ich schieße jetzt einfach durch. Denn der macht mir sowas von Angst. Ja, das wollte ich auch sagen. Zum Glück spawnt er jetzt keine Gegner mehr, weil da immer noch seine komischen Fruchtblasen sind, die ich noch nicht zerstört habe, denn die stören mich einfach nicht. Und wozu was wegmachen, wenn es nicht stört, ne? Nur das Nötigste machen. So ist es richtig. So, jetzt ist langsam gut. Gurdi. Gurdi! Du fette Sau, ey. Ein bisschen zu viel gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt komm, Gurdi. Jetzt ist langsam gut. Komm. Und platsch, platsch, platsch. Jetzt nochmal die hier. Mit Piercing Shots einfach durch. Und der Gegner ist besiegt. Pentagramm, geil. Oh, geil. Ist hier noch irgendwas Brauchbares? Nö. Weiter geht's. Ey, drei Herzen, scheiße. Ich sollte ein bisschen mehr haben, ganz ehrlich. Oh, kein Klopapier. So. Und hier nützt mal wieder Piercing Shots. Sonst was richtig Geiles. Also, es nützt. Oh. Schön. Schön. Töte mich doch. Dreh mich doch um. Weißt du? Ich will gar nicht das Spiel durchspielen. Obwohl man das jetzt nicht durch. Moment, kann der. Oh. Der kann da hinspringen, ist klar. Ist klar. Ja. Komm, spring nur in die Schlucht, genau. Überlebt das doch. Überlebt das doch. Das ist doch ganz klar. Wer überlebt das nicht? Ein Schlüssel. So, da unten ist das der Itemraum. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da, ich habe Schiss, Leute. Jetzt hört auf, ey. Ihr seid doch scheiße. Ach, das Ding in der Mitte ist schon Schrott. Ha. Ha, ha, ha.